ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute seht ihr mich mal ganz in Einsatzklamotte. Das liegt daran, dass wir heute endlich unsere Einsatzmittel gezeigt und erklärt bekommen. Und zwar haben wir ja so einiges bei uns an der, die das Koppel dran. Man ist sich über den Artikel nicht so ganz einig. Ja, und zwar ist das einmal das Reizgas oder auch bekannt als Pfefferspray und zum anderen natürlich auch die Handfesseln. Und wir werden uns mit beiden demnächst ein bisschen intensiver beschäftigen. Heute vorrangig mit den Handfesseln. Ich nehme euch gern mit. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht einfach nur technisch mit Ihnen losgelöst heute mit Ihnen üben, wie man eine Person fesselt, sondern Ihnen soll schon klar sein, dass da gewisse Voraussetzungen für vorhanden sein sollten. Was mache ich damit? Nicht mit der körperlicher Gewalt? Ja, aber noch Oberbegriff dazu generell. Zwangsmittel. Das ist es, ne? Genau, das ist Zwangsmittel. Ja. So, ne? Also die Mitte sollte irgendwie frei bleiben. Klar, wir können auch auf beide Seiten raufgehen, die Person hier irgendwie blockieren. Aber hier die Mitte, dieser Bereich, der atmen muss, also rein mechanisch, der sich bewegt, der muss irgendwie frei bleiben. Ja. Fangen wir also mit der Handfessel an, war ja im Thema gewesen. Ich trage meine Handfessel hier vorne, vor der Waffe. Warum tue ich das? Jemand eine Idee? Man zwei Hände dran kommt. Damit ich mit beiden Händen gut rankomme. Ja? Jeder hat ja auch wie so eine Lieblingsseite, heißt also, sie machen den Kreuzfesselgriff. Ne? Eine Hand ist belegt und sie können auch noch mit der linken Hand oder sie haben die Person andersrum gefasst, dann können wir mit der rechten Hand hier gut an die Handfessel greifen. Ja? Also vor der Pistole, wahlweise auch hinter der Pistole, nach Belieben, aber hier empfiehlt sich das wirklich, vor dem Pistolenholster die Handfessel anzubringen. Aber der Rücken sollte frei bleiben, wenn man wirklich meint Bewegung, man geht mal zurück, man stürzt, fällt auf den Rücken oder wird gestoßen, dass der Rücken wirklich frei ist, dass hier eine Verletzungsgefahr wirklich minimiert wird. Ja? Bevor es überhaupt erstmal zur Rastung kommt, muss diese Nut in diese Federn passen. Ja? Problem ist, wenn Sie schnell mit der Fessel arbeiten wollen, bei meiner ist das immer so klassisch, die ist schon so ausgeleiert, na jetzt trifft es gerade, aber da schlägt der Bügel auch immer auf den Korpus. Oder bei den neuen Fesseln, bei unseren, wenn die mal runterfällt, direkt auf den Bügel, der verbiegt man ganz gerne. Sie müssen sich vorstellen, da kommt es zu Massengewahrsamnahmen, da gibt es sogenannte Gefangenen-Sammelstellen, da werden die von uns in Gewahrsam oder festgehaltenen Personen hingebracht. Dass jeder Kollege seine Handfessel so zurückkriegt, ist eher nicht gewährleistet. Deswegen greift man ganz gerne hier auf diese Einwegfesseln zurück. So, für uns geht es jetzt raus. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man dieses Outfit formschön trägt, aber vielleicht kommt das mit den Jahren. Ich fühle mich wie so ein Michelin-Männchen, aber Einsatzmittel sind am Start. Auf geht's! Kleiner Impuls, geh zurück von hier oben und jetzt wirklich aus dem Handgelenk. Ja? So. Durchtauchen, ganz ausgezeichnet, sperren den Ellenbogen. Ne? Nehmen Sie ruhig in die Kontakt auf, ran an die Person. Okay, jetzt lang machen, ausstrecken, ausrichten, gucken, ob der Sitz gut ist, zu wenig Spiel, zu viel Spiel. Ne? Wie gesagt, Handfesseln ist ja auch eine schmerzhafte Sache, nicht zu eng machen, dann arretieren. Ja. Okay. Von oben reingreifen in die Handfessel. Sie tauschen ja dann sowieso mal ganz, wie Sie möchten. Ne? Wie gesagt, der Daumen kann, muss aber nicht. Ne? Nur so viel wie nötig, nicht so viel wie möglich. Ja? Und dann konsequent und sicher führen. Sie sind für die Person verantwortlich. Die Person ist jetzt in Ihrer Obhut. Sie haben die Handlungsfähigkeit eingeschränkt, wenn es jetzt zu Verletzungen ähnlich kommt. Ja? Und los geht's. Polizei, wir werden Sie jetzt fesseln. Arme zur Seite. Geht los. Ja,
viele Stangen hast, das ist nur ein Stand. Die Möglichkeit, die Person zu fesseln. Ja, das ist so eine Variante, wenn unser Gegenüber mitmacht. Die sitzen, dann arretieren. Ja, konsequenter Griff in die Handfessel von oben. Ja, das war's für heute auch schon wieder. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Beim nächsten Mal werden wir uns mit dem kleinen Kumpel hier beschäftigen, mit dem Reizgas oder auch Pfefferspray genannt. Und das wird spannend. Bleibt gern dran. Bis dann. Mhm.